So, schönen guten Morgen. Oder im Style von Mike zu bleiben, schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich begrüße euch ganz recht herzlich heute wieder hier zu den täglich neuen Handelsideen von Tickmill. Ich muss noch mal kurz schauen, dass ich mir hier den Chat einblende. So, okay. So, vielleicht einmal kurz eine Rückmeldung bitte, ob ich zu sehen bin, ob ich zu hören bin, ob alles funktioniert. Hervorragend, alles klar. Facebook sehe ich, läuft auch. Sehr gut, so muss das sein. Ich kann die Kommentare sehen, alles bestens. Also, wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne direkt in den Chat. Ansonsten legen wir hier direkt los. Ja, ein kleiner Risikohinweis, wie immer. Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Wir haben auf der einen Seite tolle Chancen, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Risiken, dass etwas schiefgehen kann, dass ein Trade nicht so läuft, wie wir das wollen. Und dann kostet das Geld. Ja, das müssen wir wissen. Und das bitte ich auch immer zu berücksichtigen. Und von daher handelt nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Ja. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr beim Traden viel Spaß haben und damit wir gemeinsam Spaß haben, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, was so ja, heute ansteht. Da gucken wir einmal kurz hier auf die Tagesnachrichten. Heute Dienstag, 11. August. Schauen wir mal, ja, New Zealand Dollar hier, die ersten aus der Nacht, die sind schon gekommen, da sind wir schon durch. Also, was haben wir hier? Großbritannien haben wir Zahlen gekriegt, die kamen um 8, wenn ich das hier richtig sehe. Da ist die Zeit, die hier drin steht, anscheinend falsch. Großbritannien hat ein bisschen umgestellt, bringen jetzt neuerdings viele Daten schon um 8 Uhr. Ja, Erwerbstätigenzahl sieht nicht so schlecht aus, Arbeitslosenquote besser als erwartet. Müssen wir mal schauen. Insgesamt sieht es an den Indizes gar nicht so verkehrt aus. Wir werfen gleich einen Blick drauf. Da will ich auch auf eine Kleinigkeit noch eingehen heute, weil man ja in der letzten Zeit doch viel hört, dass sich die Beziehungen zwischen USA und China wieder deutlich verschlechtern und dass das eine Riesengefahr ist für den Markt. Und jetzt sitzt der ein oder andere Trader vielleicht da und sagt, hey, wenn die ganze Situation USA-China schon wieder so schlecht wird, warum steigen denn dann die Märkte weiter? Ja, und wir haben gesehen heute auch über Nacht die asiatischen Märkte positiv. Von daher gucken wir da gleich mal, woran das denn liegen könnte oder wie man vielleicht ein bisschen besser abschätzen kann, inwieweit diese Spannungen zwischen USA und China tatsächlich problematisch werden könnten. Und danach sieht es im Moment nicht aus. Ja. Okay, also was haben wir für heute noch auf der Agenda? ZEW, Konjunkturerwartung und Einschätzung der aktuellen Lage. Das ist wichtig, ja, für alle, die im DAX unterwegs sind, für alle, die im Euro unterwegs sind. ZEW, Konjunkturerwartung ist immer wichtig. Und die kriegen wir sowohl für Deutschland als auch für Europa. Ja, also um 11 Uhr müssen wir damit rechnen, dass wir vielleicht, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen, eine etwas höhere Volatilität hier hinnehmen müssen. Ansonsten haben wir hier heute Nachmittag noch einen Erzeugerpreisindex. Ja, das ist jetzt kein riesen Market Mover. Der wird hier zwar mit drei Bullenköpfen markiert, ist aber ja, meiner Erfahrung nach nichts, was jetzt irgendwie den Markt dreht. Und dann haben wir hier nur noch um 22:30 Uhr Rohöllagerbestände. Das ist nur für die Ölhändler interessant. Für alle anderen können wir das heute hier getrost vernachlässigen. Okay, ich würde sagen, dann verschwenden wir hier gar nicht groß Zeit. Ich gehe hier mal in die Charts rein. Und starte hier mit den Indizes. Ja, wir haben jetzt hier mal die ganzen Indizes auf Tagesbasis, na, und sehen also überall hier, ja, Spanien, hier in Italien, wir haben überall Upgaps, das Ganze läuft so langsam nach oben. Hier im Yen sehen wir es sehr schön, nicht im Yen, sondern hier im Japan 225, im Nikkei, ja, sehen wir hier sehr schön, wie über die Nacht auch das Ganze sich weiter nach oben entwickelt hat. Also wir haben die asiatischen Märkte hier heute recht stabil und das überträgt sich natürlich dann auch auf die US-Märkte.
Da hatten wir ja gestern und vorgestern eine Phase, die sehr interessant war. Das will ich einmal kurz zeigen. Und zwar sind wir im Moment in etwas, was sich Sektorrotation nennt. Ja, ich habe hier jetzt die Kursverläufe vom Nasdaq und vom Dow Jones. Hier oben den Nasdaq im Wochenchart, auf der rechten Seite den Nasdaq im Tageschart, hier unten links den Dow Jones im Wochenchart und unten rechts den Dow Jones im Tageschart. Und da will ich auf eine Besonderheit aufmerksam machen. Prinzipiell erstmal, ich hole mal gerade mein Zeichentool hier rein und dann können wir hier richtig loslegen. Prinzipiell sieht das Ganze so aus. Wir haben eine völlig unterschiedliche Kursentwicklung in diesen Indizes. Ja, man sieht das schon vor Corona. Ja, hier fing so die ganze Corona-Panik an, ungefähr in diesem Bereich. Ja, und da sehen wir hier schon vor Corona ganz klar, wir haben eine deutliche Outperformance hier im Nasdaq gegenüber dem Dow Jones. Ja, die sind zwar beide schön aufwärts gerichtet und beide laufen auch, aber wenn wir uns das anschauen, von den Breakouts über dieses letzte Hoch hier, ja, was wir hier vor Corona-Zeit gesehen haben und den Breakout über dieses letzte Hoch, ja, dann schaut euch die Distanz an, die der Nasdaq zurückgelegt hat und die Distanz, die der Dow zurückgelegt hat. Und da kriegt man schon immer ein gutes Gefühl für Stärke und Schwäche im Markt. Ja, das setzt sich hier weiter fort, wenn wir uns anschauen, wie weit die Korrekturen gelaufen sind. Diese panikartigen Crash-Korrekturen hier und hier. Und wir gucken jetzt hier einfach mal nach links rüber. Dann sehen wir, dass wir hier im Tief, ja, Kurse getestet haben, so von Anfang 2019. Wenn wir hier nach links gucken, ja, dann sehen wir, wir sind deutlich unter die 18, 19er Tiefs drunter gelaufen. Das heißt, wir haben den relativ stärkeren Markt, der dann eben auch ja, verhältnismäßig kleinere Rücksetzer macht. Wir haben hier den etwas relativ schwächeren Markt, der dann auch verhältnismäßig größere Rücksetzer macht. Schauen wir uns das Ganze danach an. Wie ist es nach Corona gelaufen? Oder wir sind ja noch mitten in Corona, aber wie ist es nach dem Corona-Crash gelaufen? Wir haben hier einen Abverkauf von ja, knapp 40%, haben hier einen Bullrun von ungefähr 70%, den der Nasdaq hier gemacht hat. Ist nach relativ kurzer Zeit schon über dieses letzte Hoch ausgebrochen und ist seitdem hier ordentlich auch wieder under fire, deutlich vorne übers Jahr. Und jetzt schauen wir uns den Dow an. Naja, da ist die rote Abwärtsbewegung immer noch deutlich größer, als die nächste Aufwärtsbewegung. Wir sind noch nicht mal am alten Hoch. Ja. Und deswegen, genau wegen diesen Situationen, predige ich immer wieder, Stärke zu kaufen und Schwäche zu verkaufen. Wenn ihr eine Long-Position aufbauen wollt, macht das in dem relativ stärkeren Wert. Wenn ihr eine Short-Position aufbauen wollt, macht das in dem relativ schwächeren Wert. Jetzt gibt es aber durchaus kurzfristige Zeiten, wo sich das Ganze ein bisschen relativiert. Und in so einer Phase sind wir jetzt im Moment. Wenn wir nämlich hier auf den Tageschart schauen, ja, dann sehen wir jetzt im Nasdaq, na, dass wir uns hier in der letzten Zeit so ein bisschen seitwärts bewegen. Und ich hole mal die letzten Tage hier ein bisschen größer rein. Ja, da sehen wir hier ganz klar, wir haben hier 2 Tage, an denen wir deutlich verloren haben. Wir haben gestern nochmal richtig kräftig abgebaut. Wir waren hier im Tief 1,5% hinten über den Tag. Schauen wir uns den Dow Jones an in der gleichen Zeit, dann sehen wir, okay, grüne Kerze. Und gestern hier richtig Vollgas. Als der Nasdaq hier nach unten weggebrochen ist, minus 1,5% war, lag der Dow noch im Plus. Okay, also das ist etwas, das nennt sich Sektorrotation. Und das ist völlig normal, dass nach einem starken Bullrun, nach einer starken Aufwärtsbewegung, einfach mal Gewinne mitgenommen werden. Es werden Gewinne in den ganzen Corona-Plays mitgenommen, in den Tech-Werten, in den Cloud-Aktien. Da sind Gewinne mitgenommen worden. Und das ganze Geld, was da rausgeht, muss normalerweise irgendwo hin. Ja, und das ist ein gutes Zeichen für die Märkte, dass sich dieses Geld, was aus diesen wenigen extrem gut gelaufenen Corona-Profiteuren gerade so ein bisschen abgezogen wird. Ja, um Gottes Willen, wir haben hier keinen Abwärtstrend. Ja, gar nichts. Das ist hier ein ganz normaler Test
von diesen letzten Leveln, die wir hier haben. Und ich sehe den Nasdaq auch noch weiterhin stark und positiv. Ja. Aber es ist gut zu sehen, dass wenn Geld aus diesen Werten rausgeht, dass es nicht vom Markt verschwindet, dass es eingezogen wird und einbehalten bleibt. Das hätte nämlich den Effekt, dass alle Indizes fallen, sondern was wir hier sehen, ist, wir kriegen Umschichtungen von diesem Geld, ja, hier in den Dow gestern, auch in den Russell 2000. Auch das ist sehr wichtig. Der Russell 2000 ganz gut gelaufen über die letzten Tage. Das ist sehr wichtig, dass Geld, was aus den großen Aktien rausgeht, so ein bisschen umgeschichtet wird in die kleinen. Solange wie das passiert, sehe ich diesen Bulltrend hier, diese Rallye, noch nicht wirklich in Gefahr. Ja. Also gewöhnt euch dran, so ein bisschen auch Intermarket zu schauen, was ist in den einzelnen Märkten los. Und das wird dann problematisch, wenn wir sehen, dass alle Indizes auf breiter Front fallen. Ja, dann müssen wir zusehen, dass wir vielleicht aus Gewinneraktien rauskommen, dass wir Long-Positionen in den Indizes glattstellen. Solange das nicht passiert, bin ich ein Freund davon, Chart-Setups in die Long-Richtung zu handeln. Und da hatten wir hier ein sehr schönes eigentlich im Dow. Ja, wir sind hier aus einer deutlichen Aufwärtsbewegung gekommen. Das sehen wir hier. Schöne Aufwärtsbewegung. Ich hole es mal hier rein. Ja, hier laufen schön die Aufwärtssequenzen. Ganz super. Ich nehme jetzt mal nur die größeren. Und jetzt sind wir hier nach so einer fünfwelligen Bewegung in ein Dreieck reingelaufen, was wirklich hier toll begrenzt war. Und da ist es eine super Gelegenheit, wenn man dann diesen Ausbruch aus dem Dreieck hier bekommt, diesen Ausbruch auch zu traden, das Ding zu kaufen und zu schauen, wie weit das Ganze denn tragen kann. Jetzt kommen wir an ein wichtiges Level hier bei 28.100 Punkten ungefähr. Und zwar ist das dieses Tief hier und dieses Tief. Das ist ein wichtiger Bereich. Das sind ganz typische Widerstandsbereiche. Und das ist eine Flip-Zone. Ja, wir hatten hier einen Widerstand, hier einen Widerstand. Und nachdem der Markt durch diesen Widerstand durchgegangen wird, ist dieses Level oder durchgegangen ist dieses Level zur Unterstützung geworden. Ja, jetzt ist der Markt hier wieder nach unten weggebrochen. Das heißt, jetzt wird das Ganze wieder zu einem Widerstand. Das ist die Flip-Zone. Okay. Es ist zu erwarten, dass wir vielleicht nicht im ersten Anlauf da durchkommen. Von daher kann es heute durchaus ein bisschen zäh werden, was wir hier an den Märkten sehen. Falls dem nicht so sein sollte und wir sehen hier eine dynamische grüne Kerze, die schön von unten nach oben durchläuft, dann haben wir hier oben den nächsten Zielbereich. Ja, und da sind nochmal locker 1000 Punkte im Dow zu verdienen. Ja, auch noch mit dem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich, über dieses Widerstandslevel. Da sind noch locker 1000 Punkte drin im Dow. Also insgesamt sieht das ganze Bild hier recht positiv aus. Wir können nochmal kurz auf den DAX schauen, da haben wir ja gestern auch schon reingeguckt und haben gesagt, hey, der sieht gar nicht so schlecht aus, ja, für die Long-Seite. So, das sortiere ich noch mal kurz neu. Den Daily packen wir mal hier hin. So. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir hier oben links den Weekly Chart, mit dem fangen wir mal an. Wochenchart im DAX. Ja, Trendindikator ganz klar auf der Long-Seite seit dieser Bewegung. Das hatten wir uns ja gestern schon angeguckt. Wir haben schöne Swings, die hier laufen. Wir haben hier richtig schöne Aufwärtsswings, ganz hervorragend. Ja, im Weekly sieht das richtig gut aus. Jetzt sind wir hier wieder in diese Richtung unterwegs. Also ganz normales Retracement gesehen über 2 Wochen. Und jetzt hier die 2. Woche schon wieder grün über diese Umkehrkerze im Prinzip hier nach oben ausgebrochen. Und das könnte sich jetzt hier auch locker weiter nach oben fortsetzen. Also Wochenchart sieht schon mal gut aus. Tageschart, das ist für mich immer so die wichtigste Zeitebene überhaupt. Tageschart sehen wir auch. Ja, Trendindikator ganz klar grün. Wir haben die Stochastik, die hier positiv gekreuzt hat, nach oben läuft, ein bisschen auseinanderdriftet, sehr bullisch. Wir haben den RSI, der nach oben geht und noch lange nicht bei der 70 ist, sehr bullisch. Und wir haben sehr schön hier ein Dreieck, was sich hier entwickelt.
Ja, und ich mag solche Dreiecksausbrüche. Wir haben es gestern gesagt, wir haben so ein bisschen die Schwierigkeit, dass das hier ein Widerstandslevel ist. Ja, das hier ist ein Widerstandsbereich, das muss man wissen. Aber prinzipiell sieht das Ganze ganz nett aus, dass ich die Bewegung hier nach oben fortsetzen könnte. Wenn ich sowas sehe und ich sehe hier einen bullischen DAX, der aber ganz klar an einem Widerstandslevel hängt, weiß aber, dass die Indizes insgesamt auch ganz gut performen im Moment, dann suche ich mir auch gerne einen Kandidaten, der vielleicht vom Chartbild her ein bisschen bullischer noch aussieht und handle den dafür. Das haben wir ja gestern auch gemacht. Wir haben uns gestern die Indizes angeschaut und haben gesagt, hier, ja, der australische, der sieht doch eigentlich ganz nett aus. Und da sind wir in einer ähnlichen Situation. Wir haben hier oben, ja, die Begrenzung, haben hier unten die Begrenzung. Ja, und hier sehen wir ganz klar, sollten wir heute über dieses Hoch hier ausbrechen, dann haben wir den Ausbruch aus dieser Dreieckskonstellation hier geschafft. Sehen im Prinzip das gleiche, Trendindikator klar aufwärts gerichtet, Stochastik aufwärts gerichtet, RSI aufwärts gerichtet, noch schön Platz nach oben, sieht alles nice aus und der Widerstand liegt erst hier. Ja, und da haben wir also noch deutlich Platz für einen schönen Intraday Long Trade bis hier oben hin. Okay, gucken wir ein bisschen auf die Währungen. Was haben wir da? Ja, Christian, ich weiß das mit dem Videobild, mit dem Webcam-Bild. Ich weiß aber leider nicht, wie ich das verändern kann. Ja, hier läuft die Übertragung auf Facebook, läuft direkt über Zoom und ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Position der Webcam hier zu bestimmen. Ja. Von daher, ich kann mal schauen, dass ich das vielleicht morgen wieder über OBV übertrage auf Facebook. Da kann ich die Kameraposition selbst festlegen. Ich versuche jetzt einfach mal hier oben nichts Wichtiges mehr im Chart drin zu haben. Okay. Gut, gucken wir auf die Währung. Ich habe so ein paar rausgesucht, die für mich hier im Moment super interessant sind. Ja, Hans, auf Zoom lässt sich die Webcam ausblenden. Das ist kein Problem, aber bei der Facebook-Übertragung leider nicht. Ja, und die Facebook-Übertragung läuft von Zoom. Okay, also ganz klasse momentan hier langfristiges Setup im Aussie-Dollar, Japanese-Yen. Ich habe jetzt hier immer vier verschiedene Zeitebenen drauf. Ja, das werden wir uns die ganzen nächsten Wochen, die wir hier jetzt zusammen die Morgende verbringen, werden wir uns das auch gerne immer wieder so anschauen. Ich gehe oben links in den Wochenchart. Meine Analysen laufen typischerweise von groß nach klein. Das heißt, ich fange hier auf dem Wochenchart an, gehe dann hier nach rechts in den Tageschart und habe dann den 4-Stunden-Chart und den Stundenchart. Ja, und da bestimme ich jeweils einzeln die Trends und schaue, was ich hier an Handelsmöglichkeiten sehe. Und das, was mir hier sofort auffällt, Aussie Japanese Yen ist dieser Bereich hier oben, ja, 76,70, 76,72 ungefähr. Weil wenn wir hier gucken auf den Wochenchart, ist das ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ja, wir sind hier im Prinzip seit Anfang 2019 immer wieder an diesem Level gescheitert. Und haben jetzt hier auf dem Tageschart, ich hole den mal hier rüber jetzt, dann ist der da auch nicht im Bild, haben auf dem Tageschart hier ganz klar ein steigendes Dreieck. Ja, und diese steigenden Dreiecke, am besten eben noch mit so einer horizontalen Begrenzung, wie wir es hier sehen, sind wirklich ideale Trading-Setups. Da hat man eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, wenn der Ausbruch nach oben läuft, dass sich diese Bewegung weiter fortsetzt. Zielbestimmung ist hier auch immer recht simpel. Ich ziehe das Ganze hier mal ein bisschen zusammen. Ja, Zielbestimmung läuft im Prinzip so, dass wir uns einmal anschauen, wie hoch ist denn hier die Spanne des Dreiecks. Und die Spanne dieses Dreiecks können wir hier nochmal oben drauflegen. Ja, und dann kommen wir hier so oben bei 80 ungefähr an. Haben also locker als langfristiges Kursziel im Aussie Japanese Yen hier so den Bereich 80. Ja. So sieht das Ganze auf dem Tageschart aus.
Was haben wir noch? Ja, 4-Stunden-Chart, den können wir hier einmal vergrößern. Ja, da sehen wir das auch nochmal ganz schön, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, auf diesem 4-Stunden-Chart hier zu schauen. Mache es mal so. Na, dann ist er auch nicht hinter der Webcam verschwunden. Ja, da haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, wie können wir das Ganze sinnvollerweise traden. Wir sehen nochmal genau die Einstiegslevel, wir sehen nochmal genau die Begrenzung vom Dreieck. Ja, und hier kann man dann auch schön seine Stop-Level festlegen. Ja, jetzt sind wir im Moment erstmal seit heute früh hier wieder so ein bisschen abwärts gerichtet. Da haben wir es jetzt recht leicht zu schauen, okay, wo sind denn Unterstützungsbereiche? Ja, hier haben wir einen Unterstützungsbereich. Das könnte schon der erste Wendepunkt sein. Ansonsten haben wir natürlich hier hier auf Höhe dieser ganzen Hochs. Ja, und von diesem ganzen Seitwärtsbereich. Hier haben wir also auch nochmal eine große Unterstützung. Es wäre natürlich ungünstig, wenn der Kurs hier unter 75,30 läuft. Weil dann sind wir im Prinzip aus dem Dreieck nach unten ausgebrochen und dann ist das Ganze auch nicht mehr so interessant und auch nicht mehr so attraktiv. Ja, aber so verändern sich eben diese Setups auch im laufenden Markt quasi. Das heißt, das, was ich jetzt am liebsten sehen würde, wäre ein Test hier von diesem Unterstützungslevel und dann einen neuen Impuls nach oben und ein Ausbruch hier über 76, 70, 76, 80. Ja, das wäre das, was ich gerne sehen wollen würde. Und dann hätten wir eine Möglichkeit, ein Setup aufzubauen mit dem Einstieg hier oben bei 76, 80, dem Stop hier unten drunter und auf 75, 65. Dann hat man ein sehr begrenztes Risiko als Swing Trade hier auf dem 4-Stunden-Chart und hat aber wirklich langfristige Ziele, die man eventuell hiermit sogar noch umsetzen kann. Ja, ja, in Stundenchart brauchen wir da gar nicht gehen, weil so genau müssen wir uns das hier überhaupt nicht anschauen. Gut. Das ist also, wie gesagt, ein Wert, den ich hier mittelfristig auf der Watchlist habe. Die Indizes haben wir uns angeschaut heute. Die habe ich alle long auf der Watchlist. Das interessiert mich absolut. Dann habe ich hier was ganz Interessantes gefunden im Aussie-New Zealand-Dollar. Also wir sehen schon, ja, wir haben uns gerade angeschaut, Aussie-Japanese Yen für die Long-Seite. Und jetzt haben wir hier einen Aussie-New Zealand-Dollar für die Long-Seite. Das heißt, wir sehen hier auch schon mal so eine relative Stärke im australischen Dollar. Ja. Der ist also gegen viele Währungspaare im Moment relativ stark, auch gegen den US-Dollar. Ja, also Aussie hat gerade eine typische Stärke und da ist es ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe für die Indizes. Bin ein Freund davon, Stärke zu kaufen und Schwäche zu verkaufen. Ja. Jetzt haben wir ein Problem hier beim Aussie-New Zealand-Dollar. Wenn ihr euch erinnert an unsere Session von gestern, wir haben gestern einen Überblick über die Wochen-News gebracht. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, warum ich das mache, warum ich mir überhaupt montags anschaue, was passiert denn innerhalb der Woche auf der Nachrichtenseite. Da haben wir nämlich festgestellt, wir haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Zinssitzung in Neuseeland. Möchte ich da heute einen Trade aufbauen in irgendeinem Währungspaar, wo der neuseeländische Dollar mit drin ist? Eher nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz fällt mir natürlich dieses Bild hier auf, weil was wir hier haben auf dem Weekly, ist eine ganz feine Geschichte. Ja, wir haben hier ja, im Prinzip sowas wie so eine Tasse-Henkel-Formation. Wir haben eine bullische Kreuzung in der Stochastik, die läuft auch weiter bullisch. Wir haben hier einen Trendwechsel von einem kurzfristigen Abwärtstrend hier auf einen Aufwärtstrend. Wir haben einen sehr starken RSI, der so im Bereich 68, 67 liegt. 65, das ist für einen Wochenchart sehr gut, um das ganze Trend fortsetzen, weitermachen zu können. Wir haben auf allen Zeitebenen, die uns jetzt hier interessieren, einen intakten Aufwärtstrend aus dem Trendindikator. Und das ist für mich ein super Setup, weil es eine horizontale Begrenzung ist und weil indikatorentechnisch hier alles passt. Aber ich möchte diesen Trade
erst morgen aufsetzen. Und zwar, wenn die Zinssitzung durch ist und wir sehen, wie der Markt auf die Zinssitzung reagiert hat. Und das werden wir uns morgen dann auch nochmal genauer anschauen. Ja? Also deswegen ist es auch immer wichtig zu schauen, was kommt denn morgen oder übermorgen an wichtigen News im Markt für diese Währungspaare, die ich hier handeln will. Und dann eben zu schauen, ob man das Ganze traden möchte oder ob man vielleicht lieber nochmal abwartet. Ja. Was anderes, was sich ganz gut machen lässt im Moment, ist Euro-australischer Dollar. Ist auch ganz interessant. Da haben wir folgende Situation. Wir sehen auf dem Wochenchart hier diesen extremen Spike nach oben, der dann auch sehr schnell wieder nach unten abgebaut worden ist. Und jetzt befinden wir uns hier in so einem langfristigen Unterstützungslevel. Was allerdings auffällt, ist Trend im Weekly, Trend im 4-Stunden-, Trend im Stundenchart, alles abwärts gerichtet, und im Daily sind wir hier, naja, nicht wirklich bullish. Ja? Das sind alles so ganz, ganz kleine grüne Kerzen. Das ist hier mehr so ein Seitwärtsgeschiebe, als dass wir überhaupt irgendwie einen Trend haben. Und wenn wir hier mal in den Daily ein bisschen genauer reinschauen, dann fällt uns hier was auf. Und zwar kommen wir in der Stochastik aus dem überkauften Bereich, der hier wohlgemerkt innerhalb einer relativ kleinen Korrektur gelaufen ist. Innerhalb dieser kleinen Korrektur hat es schon gereicht, dass die Stochastik hier überkauft wird. Wir haben hier oben eine bärische Kreuzung und wir kommen jetzt nach unten. Das heißt, das ist ein mögliches Signal für eine Trendwende. Und zwar für eine Trendwende von diesem Aufwärtstrend hier wieder in einen Abwärtstrend. Wo wird das Ganze interessant? Ich vergrößere das mal kurz ein bisschen. Ja, auf dem Tageschart recht klar unter diesem Tief hier. Wenn wir unter dieses Tief gehen, das ist hier ein Support-Level auf dem Tageschart, wenn wir unter dieses Tief gehen, dann ist diese Bewegung, die wir hier gesehen haben, nichts anderes als eine ABC-Korrektur. Ja, wir sind im großen Bild, sehen wir hier ganz klar noch abwärts gerichtet. Ja, wir sind hier ganz klar abwärts gerichtet, haben dann hier so eine kleine dreiwellige Korrektur gesehen. Und wenn wir jetzt hier drunter laufen, dann ist dieses letzte kleine Tief unterschritten und dann sind wir wieder in der übergeordneten Abwärtsrichtung unterwegs. Ja. Das ist also auf dem Tageschart hier das entscheidende Level. Wenn wir aber jetzt unsere vier verschiedenen Zeitebenen anschauen, dann sehen wir hier, dass wir auf dem 4-Stunden-Chart nochmal ein anderes Level haben. Und zwar dieses hier unten. Das ist ein ganz wichtiges Kauflevel, ein ganz wichtiges Unterstützungslevel. Was ist hier passiert? Wir sehen eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Wir sehen hier eine Konsolidierung. Und sehen dann hier die nächste dynamische Aufwärtsbewegung, die hier die wichtigen Hochs rausgenommen hat. Ja, also wirklich ein entscheidender Move. Dann ist einmal hier ein Retracement gelaufen, das ist noch gar nicht ganz bis zu diesem Level gekommen, aber hat im Prinzip hier die ersten Hochs auch schon getestet. Hat wieder eine deutliche Dynamik entwickelt, ist wieder über dieses letzte Hoch gegangen. Ja, und wenn wir jetzt nochmal in diesen Bereich reinlaufen, hier nach unten kommen, besteht eine gute Chance, dass der Markt hier hängen bleibt und sich wieder nach oben entwickelt. Ich möchte also noch nicht verkaufen, wenn wir unter dieses Tief gehen hier, was wir uns gerade auf dem Tageschart angeschaut haben, sondern ich möchte tatsächlich erst verkaufen, wenn wir unter die 1,63 hier gehen. 1,63 ist hier das wichtige Level. Und das, was jetzt richtig schön ist, ist, wir haben von diesem 1,63er Level nach unten, Moment, so, von diesem Level nach unten bis hier keinerlei Unterstützung mehr. Das heißt, das erste kleinere Unterstützungslevel, was hier auftaucht, das liegt hier. Wir haben also von 1,63 hier locker 100 Ticks Platz, die dieses Währungspaar sehr schnell zurücklegen kann. Ja, warum sehr schnell? Naja, weil in dieser ganzen Aufwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, diese ganze Bewegung, so, ja, diese ganze Bewegung hier, weil in der ganzen Bewegung
nicht wirklich Unterstützungs- und Widerstandslevel sich entwickelt haben hier auf dem 4-Stunden-Start, sondern die Bewegung ging innerhalb von 8 Stunden direkt nach oben durch. Und wir sehen das ganz häufig, wenn wir solche Bewegungen sehen, die so mit sehr viel Momentum laufen, dass das Ganze dann, wenn wir hier nach unten kommen, wieder ungefähr genauso abläuft. Ja, das würde ich hier erwarten, dass wir also unter der 1,63 ein kräftiges Momentum kriegen. Deswegen ist das eine schöne Short-Gelegenheit. So ähnlich haben wir das hier gesehen. Abwärtsbewegung, ja, sehr dynamisch. Darauf folgende Aufwärtsbewegung, sehr dynamisch. Ja, genau das ist das, was ich hier sehen will. Und deswegen finde ich diese Variante hier, Euro-Australisch-Dollar, unter 1,63 auf der Short-Seite zu nehmen, auch super interessant. Ja. Muss man jetzt natürlich schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Das kann man dann auch schön auf dem Stundentrend machen. Ja, wie entwickelt sich das Ganze? Wo kann man dann seine Stops hinpacken? Wir können es uns hier ganz einfach machen. Wir haben hier unten dann dieses Level als Zielbereich. Ja, das ist das, was wir als Zielbereich sehen wollen. Wir haben einen Einstiegsbereich, der irgendwo hier unten drunter vielleicht liegen würde. Ja, und jetzt müsste man einfach schauen, wie sich die Bewegung hierhin entwickelt, ob das Ganze lohnt, vom Chance-Risiko-Verhältnis her, wo man einen Stop hinpacken könnte und so weiter. Ja, aber wir sehen hier recht klar, wir sind hier über den Zigzag auch abwärts gerichtet. Ich mach das Ganze hier mit dem Zigzag-Indikator, der macht sich ganz gut hier auf dem MT4. Und da kriegt man so ein bisschen ein schöneres Bild für den Trendverlauf und für die Hochs und Tiefs, die wir hier im Markt haben. Okay, gut, dann gucke ich noch mal kurz hier in die Fragen. British Pound, USD eventuell noch mal. Okay, dann gucken wir da auch noch mal drauf. Und das machen wir mal. So, da bauen wir uns hier einfach auch mal so ein Vierer-Chart auf im British Pound USD. Machen im Prinzip mal genau das Gleiche, wie wir hier gerade in den anderen Währungen gemacht haben. Dann seht ihr hier auch mal ein bisschen, wie ich hier arbeite. Ja, ich verteile das einfach und gehe dann hier auf die einzelnen Zeitebenen, die mich interessieren. Und dann hat man hier einen sehr schönen Überblick. Ja. Okay, also was sehen wir auf den Trendindikatoren? Wir sehen 4-Stunden-Trend noch aufwärts, wir sehen Tagestrend aufwärts, wir sehen den Wochentrend hier noch leicht aufwärts und auf dem Stundentrend ist das Ganze dabei, so ein bisschen zu drehen gerade. Aber prinzipiell liegt der Vorteil hier erstmal noch in der Aufwärtsrichtung. Ja. Gehen wir auf den Tageschart. Ich mache es mal wieder so, damit wir nicht die Webcam im Bild haben. So, Tageschart. Klar, Holger, wir hatten es uns angeguckt. Ja, wir kriegen hier so kleine Divergenzen rein. Ja, hier haben wir ein höheres Hoch. Ja, das höhere Hoch ist hier in der Stochastik nicht mehr bestätigt worden. Wir haben hier schon negativ gekreuzt, sind jetzt hier auf dem Weg nach unten. Wir müssen aber durchaus berücksichtigen, dass wir im Moment hier in etwas drin sind, auf dem Tageschart, ja, so, das ist so eine Seitwärtsrange im Daily und das ist nichts anderes als eine hohe Flagge. Die ist jetzt nicht so super schön von der Ausformung her, ja, aber es ist ein klarer Seitwärtsmarkt. Wir laufen da seit 7, 8 Tagen deutlich seitwärts und es ist typischerweise so, das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn wir hier die Fahnenstange haben, dann ist der Ausbruch, der hier läuft, mit höherer Wahrscheinlichkeit nach oben als nach unten. Ja. Durch die Divergenzen, die hier kommen und auch durch die Stochastik, die hier schon negativ ist und der RSI, der hier wieder nach unten tendiert, ist es durchaus so, dass man hier auch ein Breakout auf der Unterseite handeln kann. Ganz einfach, weil wir ein relativ gutes Kursziel haben hier, nämlich in diesem Bereich. Das wäre das Kursziel für so einen Ausbruch nach unten. Das passt ganz gut, weil es ein typisches Vorgehen ist aus so einer Range, wenn man so einen Range-Ausbruch sieht, dass man dann im Prinzip die Höhe der Range hier noch einmal dranlegt und dann zum Ziel kommt. Ja, das passt ganz gut. Da liegen wir noch innerhalb des Zielbereichs, der sich hier durch die Charttechnik ergibt.
Von daher ist es was, was man durchaus machen kann, wenn man möchte. Aber genauso gut kann man hier den Break auf der Oberseite handeln. Ja, dabei gilt es zu berücksichtigen, wir haben, ich mache es mal hier direkt im Chart, wir haben hier oben ja, einen Widerstandsbereich. Machen wir mal rot. Ja, also wir haben hier oben einen Widerstandsbereich. Das ist auch der Grund, weshalb sich das britische Pfund jetzt hier ein bisschen schwer tut. Das ist ein klarer Widerstand. Ich würde aber erwarten, wenn wir aus dieser hohen Flagge hier nach oben ausbrechen, dass wir dann auch sehr zügig über diese beiden Hochs gehen und dann vielleicht sogar nochmal dieses Level hier oben angreifen. Ja, um 1,33, 1,34, dass wir tatsächlich dieses Level nochmal angreifen. Das wäre im Moment auch noch mein präferiertes Szenario. Ja, dass die Stochastik vielleicht sich jetzt hier noch ein bisschen nach unten schiebt, dann aber nochmal nach oben dreht und wir mit diesem noch intakten Aufwärtstrend den letzten Schub hier machen können. Das wäre mein präferiertes Szenario. Ich möchte das aber nicht ausschließen, dass wir eben aufgrund der Indikatorenlage, die wir hier sehen und auch aufgrund ja, der Dynamik im Trend, die hier schon abnimmt, dass wir hier durchaus einen Ausbruch nach unten sehen und halt diesen Bereich um 1,28 hier nochmal testen. Das ist also durchaus möglich fürs britische Pfund. Okay, so also weitere Fragen sehe ich hier im Moment nicht. Von daher wäre es das soweit von mir für heute gewesen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Freue mich drauf, euch morgen um 8:30 Uhr wieder hier zu haben. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da im New Zealand Dollar was machen können, wenn der Zinsentscheid da durch ist und was sich auf Seiten der Indizes getan hat. Ja? Dann euch viel Erfolg, bis morgen, macht's gut und bye bye.